So, wir haben den Zwerg rausgelockt und wir fragen mal nach dem Streit. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Wie auch immer. Gar nicht mal so dumm. Ups, das wollte ich eigentlich hören. Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll, an einem roten See. So ein Verrückter. Da ist einer hier durchgekommen, wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja, ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Der gefällt mir. Zwergisch durch und durch, so muss das sein. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Okay. Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber. Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Ja, Zwerge, bei denen ist der Glaube ein bisschen anders. Sie glauben, dass sie von Angrosch erschaffen wurden. Tatsächlich reicht die zwergische Geschichte 10.000 Jahre nur zurück und viele würden behaupten, dass es vor diesen 10.000 Jahren noch nicht mal Beweise gab, dass es Zwerge überhaupt gibt oder davor gegeben hat, besser gesagt. Angrosch ist ein Gott des Handwerks, halt Schmiedekunst, Kriegshandwerk und all sowas. Im Grunde ist er sehr viel von den 12 Göttern zusammen. Aber die Leute, die halt auch an die 12 glauben, glauben wiederum nicht an Angrosch. Manche haben sich damit abgefunden, dass Angrosch derselbe Gott ist wie Ingrim, der Handwerksgott der 12. Und auch manche Zwerge haben es mittlerweile akzeptiert, dass die Menschen ihren Gott Angrosch unter einem anderen Namen anbeten und dass der Handwerksaspekt sozusagen nur einen winzigen Teil von Angrosch ausmacht. Außerdem glauben die Zwerge zwar auch, dass es die anderen 12 bzw. 13 gibt. Ne, nicht 13, 11. Entschuldigung. Dass es die anderen 11 Götter gibt. Nur, dass halt Angrosch der heiligste von allen ist. Mitunter ist zum Beispiel Rondra eine Knappin von ihr oder sowas. Und ja, Fex ist klar. Wird auch von Händlern verehrt. Und Dieben. Aber unter Zwergen, ob es da wirklich so Diebe gibt, naja. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Okay. Ich lass dich wieder in. Okay, was können wir dem Kerl anbieten? Können wir die Sachen wieder wegnehmen? Ich glaube ja. Doch nicht. Törichter Großling, einzig einem Zwerg aus der Urlinie Samuraims gebührt es, diese Glocke zu läuten. Okay, können wir das Ding wieder auseinandernehmen? Wo ist das Inventar schon wieder hin? Ich glaube, das Spiel hat ein paar Probleme. Okay, den Deckel wieder nicht. Wie wäre es mit dem Haarwuchsmittel? Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durchsichtig. Ein schwarzer Bart braucht blauen Glanz. Und den verleiht ihm bereits mein Jenbacher Bartblau. Okay. Zwar kein Bartfärbemittel, aber das Etikett ist ähnlich. Okay. Hey, lass die Pfoten von meinem Jenbacher Bartblau. Glaubst du, mein Bart pflegt sich allein von Luft und Dunkelheit? Lass dem Gecken bloß das Zeug, Junge. Das ist sein Ein und Alles. Okay. Weg da! Irgendwas anderes hier, was man noch sehen kann in dem Shop.
Ah, vielleicht können wir das Ding kaputt machen. Ja, das können wir. Was? Nein. Bei Angrosch und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau. Wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angrosch selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Nice. Jetzt kommen wir unnix mit dem. Was willst du? Zeug machen. Ein Goldstück für die Ausrüstung. Okay. Alles klar. Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durch ein Schwarm und D. Zwar kein Bartfärbemittel. Riecht nach Wacholderbeeren. Okay. Kommen wir jetzt irgendwie an den Strauch ran irgendwann? Weil mit dem Trommelschlägel haben wir noch nichts gemacht. Nee. Damit geht auch nichts. Ich red mal mit den Leuten wieder. Hör mal. Lass uns später. Nix. Herr Ritter, was ist los? Ah ja, sehr gut. Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nori. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Dabei sind Pferde in Aventurien verdammt teuer. Selbst für so ein Billigpferd würde man wenigstens 10 Dukaten bekommen. Ein Dukat ist halt ein Goldstück, im Mittelreich zumindest. Also, pff. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isidar getötet. Und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Wollt ihr denn Nori nicht helfen, Ritter Zornbold? Wie es aussieht, geht es ihr doch gut. Wobei sollte ich ihr helfen? Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Oh. Wollt ihr denn Nori nicht helfen? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nori? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Kauft ihr uns die Ausrüstung bei Gram? Dann bekommt ihr unser Pferd und es wäre allen... Auf keinen Fall. Mit dem Knauser mache ich nicht ein Geschäft mehr. Er verlangt doch nicht etwa ein Goldstück für etwas Ausrüstung? Pah! Gebt uns doch einen Teil eurer Ausrüstung. Für das Pferd. Was denkst du dir, Junge? Ein fahrender Ritter trägt schon weniger bei sich, als er bräuchte. Außerdem ist alles, was ich habe, nicht für deinen Stand gedacht. Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nori wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da. Ja, sind ja doch ganz lustig. So. Was willst du? Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Die Qualität ist ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Das will ich hoffen, Zwerg. Ich will dir noch einen Rat geben.
Wenn ihr in die Blutzellen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. Wir hacken nochmal nach. Vielleicht können wir ihnen das andere Mittel nochmal andrehen. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ich lass dich wieder... Können wir vielleicht die Fiole... irgendwie... Das geht so nicht. Hör mal. Lass. Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Zu auffällig. Ich lasse es. Das schwimmt bloß weg. Riecht nach Wacholder. Keine Zeit für...